Morgen! Jo, wir sind später, ey. Claudia! Aber gestern war es doch woanders! Richtig. Leider kriegen wir nicht immer denselben Parkplatz. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen laufen. Und jetzt sind wir schon spät. Oh mein Gott. Was ist ekelhaft hier in Neukölln, ne? Wirklich, ey. Matratzen, alles liegt hier rum, der Müll. Meine nächste Aktion. So, anschneiden, wir fahren los. Ich fahr jetzt hier davor. Okay, gleich. Aufgeregt, weil sie einen Vortrag halten muss zum ersten Mal. Ist nur der erste Vortrag, der so frei. Ja, sie ist total aufgeregt. Aber ist normal. Wünschen wir ihr mal, dass alles gut geht. Über den Grunewald. Das ist doch schön. Da wird man hier rufen. Moin. Treffpunkt zu Hause. Schön. Hallo. Familie. Ein Kuschelbär. Ja. Oh. Auch die ist zufrieden immer in der Trage. Finde ich total gut. Ja, wäre ich auch. Aber es würde nicht so gut aussehen, wenn ich da vorne dran bin. So Schubkarre musst du dann vor dir her schieben. So ein mega Mantel und eine Schubkarre. Du bist in der Trage, aber du musst laufen. Ich muss mitlaufen. Stützräder nicht, meine. Oh Mann. Mein Papa liest jetzt mal seine Morgenzeitung. Von? Hamburger Fremdenblatt. Donnerstag, 18. März 1920. Kaputsch. Ich habe heute Morgen einen Artikel über Eskada gelesen. Kaputsch-Zeit. Auf alle Fälle. Ja, und darum geht es natürlich dann auch. Wer kennt ihn nicht, den Kaputsch? Ja, nee, über Eskada, ja bitte. Ja, Eskada ist dem Untergang geweiht. Das wieso? War wohl schon mal so, dass es schon verkauft wurde. Wieso? Na, weil es nicht modern ist. Sie gehen nicht mit der Zeit. Die haben immer noch mit Schulterpolstern und so die 80er Jahre. 80er Jahre, hm. Ja, sind die hängen geblieben doof. Ja, das will heute ja keiner mehr. Die Reichen von heute, die neue Reichen, die zeigen nicht unbedingt so, dass sie so reich sind. Das ist eigentlich heute Mode. Gehört das der Richmond-Gruppe schon? Und Richmond? Da habe ich darüber gelesen, dass das eigentlich von einer Schwedin oder einer Niederländerin gegründet wurde mit ihrem Mann zusammen. Er, der super Verkäufer, sie die Schneiderin. Sie ist aber sehr früh gestorben. Und damit nahm das schon seinen Unterlauf. Mhm. Aber sie war natürlich der kreative Kopf. Die ist mit 50 oder so schon gestorben. Ja. Und der Mann hat sich dann einen Berater dazu geholt und die haben ihn wohl schlecht beraten. Und dann waren da noch so billige Marken, haben sie dazu gekauft, die aber überhaupt nicht ins Konzept gepasst haben. Das war dann auch kacke. Und naja, dann ist er auch. Er wurde dann ausgebuchtet sozusagen von irgendeinem Vorstand, dann wurde er wieder abgewählt und dann war das ganz andere hin. Und seitdem geht es halt bergab. Total. Die haben zu Spitzenzeiten 700 Millionen Euro umgesetzt in den 90er Jahren. Das ist Wahnsinn, oder? Jetzt sind sie bei 100 Millionen. Und heute ist die Währung ja anders. Sonst kann man 100 Millionen. Damals waren 700 10 Millionen, vielleicht heute dann. Mhm. Damals oder so. Wahnsinn!
Ja, aus erster Hand. Information aus erster Hand, ungefiltert. Natürlich von der damaligen Zeit gefiltert. Heute Morgen kam es hier zu schweren Kämpfen zwischen nachts ankommenden Truppen der Reichswehr, Bürger- und Sicherheitswehr einerseits und bewaffneten Arbeitern andererseits. Nachdem die Arbeiter großen Anzug Bewaffnete aus der Umgebung erhalten hatten, überwältigten sie die Reichswehr, entwaffneten diese. Die Bürgersicherheitswehr und die Polizei setzten sich in den Besitz der Stadt, nachdem es beiderseits viele Tote und Verwundete, deren Zahl noch nicht feststeht, gegeben hatte. Ach Gott. Das ist mal froh, dass man nicht da lebt, oder? 18. März 1920. Ja, klar, wie gesagt, März 1920. Das ist jetzt fast 100 Jahre her. Sturz des neuen Regimes in Kiel. Stuttgart auch was los. Neue Zwischenfälle Berlin. Bei der Zerstreuung von Menschenansammlungen am Halleschen Tor wurde auch am Mittwoch wieder geschossen, wobei eine Person verletzt wurde. In Neukölln wollten vier Beamte die Straße säubern. Sie wurden von der Menge vollkommen eingeschlossen und gaben, um sich zu befreien, mehrere Schreckschüsse ab. Die Menge fiel darauf über die Beamten her und bearbeitete sie so lange, bis sie blutüberströmt am Boden liegen blieben. Als Sicherheitswehr zur Hilfe eilte und mit gefälltem Bajonett gegen die Menge vorging, stob diese schreiend auseinander. In der Adelbertstraße ist der Oberstleutnant der Sicherheitswehr Beckeroth von der wütenden Menge schwer misshandelt und ins Wasser geworfen worden. Der Offizier ertrank, ehe ihm Hilfe gebracht werden konnte. Siehste. Zusammenstöße in Freiburg, schwere Straßenkämpfe in Leipzig. Drei Personen getötet in Freiburg. In Leipzig die Zahl der Opfer ist außerordentlich groß. Und zuvermäßig noch nicht festgestellt. Straßenkämpfe. Johannesplatz und Rathaus. Das Lutherdenkmal, die Kirche sowie zahlreiche Privathäuser wurden schwer beschädigt. Und die deutsche Kolonie Togo wird zwischen Frankreich und England geteilt. Das steht dann auch noch als i-Tüpfelchen. Ach Mann, ist das ein historisches Blatt. Es ist unglaublich. Warnung vor Preisüberschreitungen. Die Preisprüfstelle sieht sich genötigt, einer öffentlichen Warnung gegen übermäßigen Preissteigerungen in Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs Bekanntgabe zu erlassen. Alle Fälle, die zur Kenntnis der Preisprüfungsstelle gelangen, werden unnachsichtlich verfolgt und der Staatsanwaltschaft übergeben. Preissteigerungen in Lebensmittel und Gegenständen des täglichen Bedarfs, soweit sie nicht gegen die noch vorhandenen Höchstpreisbestimmungen verstoßen und dadurch strafbar werden, unterliegen dem Wucherbestimmungen und werden demzufolge nach der neuen Verordnung über Wuchergerichte auf das Schärfste verfolgt. Ja, es war langsam die Zeit auch, ne? Dass es dann bergab ging. Inflation und so. Tja, heute ist Retro-Tag hier mit den Informationen. Der Computer ist der Akku alle? Dann müssen wir mal die alten Zeitungen rauskramen. Und dann haben wir hier noch den Spiegel. Die neueste Ausgabe des Spiegels und zwar von 9. Jahrgang Nummer 7. 9. Februar 1955.
Legende der 1000 Galgen, Gendarm von Kurland, Ferdinand Schörner. Guck mal, wen ich hier habe, Papa. Wen hast du denn da? Das ist ja wirklich unglaublich. Jetzt essen wir mal was. Ich bin fertig. Was? Wie ist denn das? Ich hab schon gegessen. Was? Hallo, Pippi. Guten Morgen, liebe Leute. Oh. Gut. Gut. Okay, wir haben ja gleich einen Auftrag, nämlich so eine Schrottmühle von gestern, die hole ich mal hin. So, was ist hier zu machen? Die Lampe muss ab. Die Lampe muss ab. Jetzt sollte ich ranbauen, habe ich schon gemacht. Die Strebe muss wieder ran hier. Ich habe grandios den vorderen Scheinwerfer demontiert. Ganz toll. Jetzt muss ich die Strebe montieren. Schön. Also ich mache ein bisschen Kleinkram hier an dem Rad her und dann ist es gut. Felix wollte heute eigentlich vorbeikommen. Müssen wir mal schauen, wann der aufschlägt. Und dann ja, schalte ich ein, wenn es interessant wird. Einfach, ich kann, wie gesagt, ich muss wieder lernen. Sorry. Ich muss jetzt irgendwie wieder die Vlogs reduzieren, weil... Oh, das schlaucht mich zu sehr. Hola. Na? Vom Schneiden wieder zurück? Ich drück mich gerade vor. Jetzt doch nicht. Ja, so ist das. Aber eigentlich führt kein Weg dran vorbei, weil morgen wird das abgeben. Okay. Aber doch, ich habe aber heute schon das gemacht. Jo, Felix ist da. Ich weiß es nicht. Und ich streiche hier eine Schraube. Oh, der hat einen Endes bekommen, der Bruder. Ja! Zum Glück habe ich keine Probefahrt gemacht, wer weiß, was da noch alles passiert ist. Ja, das ist. Ich habe ja auf der Rückseite geschrieben, erstmal Ende. Ja. Das reicht ja auch, ich meine. Du hast ja aufgemacht, gefettet und wieder gekontert. Ja, aber die Kohlen sind komplett kaputt. Also, das hält nicht lange. Ja. Ich meine, jetzt kann kein Kugelring mehr reißen, weil keine Kugelring mehr drin ist, sondern nur noch Kugeln. Ja, stimmt, du hast statt 7 hast du jetzt 10 Kugeln drin. 10, ja. Das sitzt auch nicht richtig. Der Konus selber ist komplett ausgefahren und die Gegenseite davon, der Antreiber selber, ist auch kaputt. Und das ist ja ein Stück. Okay. Und da kannst du nicht machen. Du musst die Narbe tauschen halt. Das war irgendwann mal so welche mit Pressschalen, glaube ich, noch, oder? Ja, nee, Schalentauschen. Das ist ja auch eine Billiernarbe, also damals gewesen. Ja. Ich habe auch damals Billiernarben. Ein Kumpel von mir hat das manchmal geschafft, wenn er die wirklich auf Knatter eng gefahren ist. Und die liefen teilweise wirklich dennoch gut, aber dann musst du halt wirklich, kann nur dann ein Mechaniker machen, der selber auch fährt, weil der weiß dann, ne? Immer wieder überprüfen, so, und nach einer gewissen Zeit einfach nachstellen. Dass wieder ein bisschen Spiel kriegt, dann wieder ein enger kontern, und das hat dann mein Freund gekriegt. Dass das sich wieder, also das sich eine komplette neue Lauffläche, ne, gebildet hat. Das ist ja Shimano hat ja, glaube ich, damit angefangen, dann zuerst die so zu beschichten. Diese schwarzen Kronen, die laufen sich ja blank erst mit der Zeit. Ja, damit jede Narbe eine individuelle Lauffläche sozusagen geschützt hat. Na, jetzt ärgere ich mich doch, dass ich den Kaufvertrag gemacht habe mit dem gestern. Ich meine, weil so ein Fahrrad kriege ich auch mal her. Das Wichtigste wäre ja der Vertrag da dran, ja, an so einem Rad. Also, ja, warum machst du mit Schlomo keinen? Ich will keinen. Hm? Warum machst du mit Schlomo keinen gemacht? Ja. Hätte dir gesagt, mach mit ihm ihn. Ja, ja. Ich hab seine Daten, das interessiert doch ja nicht. Ja, du musst dir unterschreiben, du bist der Käufer, genau. Fertig aus. Ja,
Nein, er ist der Verkäufer, das musst du machen. Ich hab ja selber, mach so einen Schrieb fertig und lass ihn den unterschreiben. Genau. Setz die Rahmennummer rein, einwandfrei. Okay. Damit dann die gerade dran, ansonsten kontrollieren sie dich mal, wer weiß, warum, wieso, und dann ist es doch geklaut. Eben. Ja. Ich weiß ja Schlummo auch nicht, ob das geklaut ist, auf dem Hinterhof steht. Ja, ich will die Räder nicht haben. So hätte ich's ja auch selber, ne? Genau. Wie auch immer, auf alle Fälle ist der Klumpen jetzt hier hoffentlich fertig. Das ist lang, Fred. Ist immer noch schön, immer noch kratig. Ach. Ja, ja. Ich meine, da besteht Verletzungsgefahr, oder? Aber da kommt doch die Hand nicht hin. Das ist ja keine Schalthebel, keine Hand. Und, naja, wenn man mal vorrutscht oder so, wird es von der Seite entfernen. Dann würde ich ja, Vertrag aufsetzen, einfach nur ein Dreizeiler, ne? Hiermit bestätige ich so und so. Schreibe mir seinen vollen Namen auf. Palomo. Schlummo ist das? Schlummo halt. Schlummo, ja. Schlummo Palomo. Ich kenne den früher mal genannt. Ich glaube, irgendwas Kürzeres, aber. Lollo. Ja, genau, Lollo. Ja. Lollo Ferrari. Ja. Ist er, die ist da im Schlaf erstickt, oder? Echt? Oh, krass. Irgendwas war da mit dem Lollo. Der schön sein will, muss leiden, ja. Also leiden kann auch zum Tod führen. Genau. Dann schön tot. The Psychiatrie. Also auf jeden Fall besser so jetzt als vorher war es ja genietet, wa? Genau, vorher war es genietet. Ja. Dann kriegst du ja kein Spiel mit. Das war ausgeschlackert. Wow, cool. Und jetzt habe ich, da mache ich immer eigentlich, ich schmeiß die eigentlich fast nie weg, außer die sind wirklich durch. Mhm. Ja, weil kannst du so wählen mit Zange, mit allem noch richten, ne? Ausbauen, dann die Federn drin. Habe ich mit allen möglichen Bremsen, auch mit den Billigsbremsen, ja. Die immer gut. Kann man alles wieder Stromausfall. Ja. Gibt dann mit neuen Scheiben rein. Manche sind ja mit so Kunststoffscheiben. Und dann Feder. So, nun aber. Und eine telefonische Auskunft, gibt es sowas? Die telefonische Auskunft wegen von Die Rufnummer stimmt, aber man muss als Grund eine 3 drücken. Ja, der Alte hat halt hier drin, wenn du von vorne reinguckst, ne? Da hat der so ein Plastik-Kunststoff-Teil, also wie kennst du diese, so eine Kleber, so eine Buttons, die halt so dreidimensional sind, also einfach so eine Beule. Und dann, ja, der ist auch 3D, genau, und damals, der war noch. Stimmt, und da war der noch nicht vollgezählt. Also der hat einfach ein anderes Design und so als zu der Zeit. Oh, auch mit dem Deckel. Porno, wa? Oh. Und ja. Okay. Guck mal, jetzt bastel ich hier schon wieder total bescheuert, weil ich hier. Ich brauche einen Lichtschalter. Das Licht hier dran gefällt mir nicht. Jetzt will ich den hier ranbauen. Ist das deine, hier so eine deiner Stammkundinnen? Nee, ja nicht. Aber ich will jetzt hier. Als Halter ran und da das Licht dran bauen oder hier so. Ja, aber kannst du da zwei Sägeschneisen einfach reinmachen, oder? Und dann halt reinsetzen. Ja, das Problem ist, dass die Lampe ist wahrscheinlich zu breit. Wo sind die jetzt? Wollen die jetzt wieder? Nee. Ach, von der Klemme. Ach so, und anstatt am Lenker, weil da oben stört. Genau deswegen war nämlich hier die den Position. Ach doch, die passt gut. Ja. Genau, dann kannst du das zusammensetzen. Weil das da rum passt nämlich ideal. Okay. Und dann mit dieser Riffelung hält das auch so ein bisschen, dass das nicht, guck mal, das ist nicht verrutscht. Und von der Höhe her passt das dann auch noch. Achso, das ist dann wiederum. Ja doch, kann ja auch noch höher. Ja, aber das hier mit dem. Ich baue jetzt auf alle Fälle so eine Lampenhalterung für vorne. Habt ihr vielleicht schon jetzt mitbekommen, hier, wo man hier diese Lampe, wenn man die nämlich hier andringt, hier, so,
dann hat das nicht viel Sinn, wenn man hier vorne im Korb natürlich noch Gepäck drin hat. Dann leuchtet man schön das Gepäck an, aber kein Mensch sieht einen. Also muss die Lampe nach vorne. Ich versuche die hier vorne irgendwie zu integrieren. Ich schau mal, irgendwie kriegen wir jetzt schon hin. Jetzt wollte ich nur irgendwas zu markieren. So Bastelsachen machen ja auch immer Spaß. Also dafür habe ich ein Stück alten Gewindeschaft genommen, das ich abgelenkt habe. Hatte. So was bekloppt man auch nur Ecke, ne? Hier so ausgefeilt. Hallo? Hallo? Ja, bitte? Das macht nur der Tommy, so was beklopptes. Naja, günstig so ein Ding schaffen. Was die Österreicher alles erfunden haben, was? Oder bei welchen Erfindungen sie mitgewirkt haben und so. Da macht einfach Metall weniger Sinn, oder? Prototypherstellung dauert immer lange. Das kann ich dir sagen. Dafür lohnt sich die Serie. Naja, in Zeiten, wo custom made so ein verunglimpftes Produktbezeichnungswort ist. Ja, ist es? Ja, custom made ist doch. Heutzutage so genau wie Made in Germany oder so. Weil der Aufkleber ist drauf. Also ich weiß nicht, wie oft custom made irgendwo draufsteht, bestimmt nicht custom made ist. Ach so, du meinst einfach nur so gerne mal einfach nur benutzt wird. Makulatur, ne? Klar. Als, so wie Bio oder sowas halt, ne? Ja. Hey! Na, das ist aber gut geworden. Ich hab den jetzt halbrund geschnitzt von der einen Seite. Jetzt kommt die andere Seite auch noch dran. Und dann kann man halt auch. Und dann von außen, setzt man eine Schraube durch mit zwei Kappen. Mit zwei Headset-Kappen oder so weit. Einfach durchschrauben. Und die das dann quasi auf Druck halten. Und diese Dinger hier.
Naja, kriegst du überall. Ja, beim nächsten China-Restaurant, ne? Was ist ein Stäbchen, genau. Und nicht mit Gabel. Sag mal, kann es sein, dass es hiervon welche gibt, die aufsetzen, also die oben, ne, sperren? Wie bei manchen Sattelklemmen. Oh. Mit dem Bengel hat man nur Sorgen. Einmal nach hinten gesetzt oder auch nach vorne. Warte mal, ich muss das kurz nochmal korrigieren hier. Was ist denn das hier? Ja, guck, hier, geil, oder? Oder warte mal. Perfekt. Aber nicht geil. Ja, klar. Und jetzt, wenn du jetzt noch vorstellst, machst du noch so eloxierte Kappen oder so was dran am Ende und die pressen das, du lässt die ein bisschen länger stehen, die pressen das vielleicht noch hin. Ja. Ist doch geil. Genau. Und da liegt Scheiben, na klar, besser als ein Asien drauf. Cool. Schickimicki, schickimicki. Winkel stimmt hoch. Und man kann vernünftig durchladen. So. Also man kann es hier noch einladen, also dann blockiert nicht so doll. Guck mal hier, Endversion. Nein, lass das doch jetzt so. Ja. Cool. Eigentlich trotzdem die Kappen, weil die ja ein bisschen kürzer ist, die Seite. Ja, ist doch jetzt nur ein Prototyp. Ja. Brutto. Aber Brutto gleich Netto-Typ. Original. Original. Und da braucht keiner Werkzeug für, weißt du? Kann jeder Laie, Fachmännisch hier auf- und zuschrauben, zack, zack. Und damit kannst du es so auch nachstellen. Wenn du halt einen Spacer nimmst, 1 Zoll. Ja. Also ein. Achso, der Dropchen. Dann. Ja. Drehst du locker, baust ab. Genau. Zack, ja. Runter. Vor, ab. Mhm. Hoch. Nachher kannst du nicht machen. Zu fest. Ja. Genau. Oh, wie geil. Nur gucken. Endgegner. Ja. Ding, ding. Noch eine Fernsehung. Cool. Ja, da weiß man gar nicht, welche schicker ist, wa? Ja, die kriegst du ja nirgendwo mehr hier. Nee? Und Unikat? Ah, dann wird wirklich Opfern. Also wenn er natürlich jetzt nochmal denselben für die andere Seite benutzt. Einziger Unterschied ist natürlich mit der Scheibe, die ich jetzt noch hatte. Das war mit dem Loch. Na gut, ich glaube, das war das Video für heute. Also ein bisschen Bastelei, ein bisschen bekloppte Rumgebastel. Nicht effektiv, ist halt ein Prototyp, aber es kann funktionieren. Schaut mal an, wenn man so einen alten Gabelschaft hat, von so einer ollen alten Gabel, abtrennen, dann hast du ein paar Lampen halt dafür, für diese Weltkörbe. Ideal, sollte man den See eigentlich herstellen. Ne? Diese Gabelschäfte einschlitzen, also professionell natürlich, ich meine, das ist ja alles denn eine Sache, wenn man weiß, wie es funktioniert, wenn man sich ja keine Gedanken machen muss, ist das eine Sache von 5 Minuten, dann ist so ein Ding fertig. Du lenkst den Gabelschaft ab, bapp, einmal, ja? Machst die 2 Schlitze rein, zapp, zapp, in eine richtige Dicke, sozusagen. Klemmst das hinter, hast einen Metallstift, ich würde einen Metallstift nehmen. Metallstift, Sicherungsstift, der dann dahinter geschoben wird. Und von links und rechts werden 2 Endkappen aufgeschraubt in, was weiß ich, bunten Farben meinetwegen, ja. Und die dann entweder, wenn es lang genug ist, mit Spacern gegendrücken, sodass sie doch diese Strebe vom Korb verpressen, fixieren sozusagen, könnte man auch machen, irgendwie so, ja. Ideen gibt es gratis hier, muss einfach nur gucken, ja. Gratis mit dabei, wer das umsetzt, ich bin beteiligt mit 10% stiller Teile, aber ne, an den verkauften Artikeln. Ja, Waldkorb-Accessoire für Bike-Nerds. Nerd. Was ist der Quatsch? Na, ich
Also, ich sag mal, also, ich komme ja auch nicht über den Gang. Ja, aber das ist ja eine Spalte von der Fahrradwerkstatt. Ja. Brauchst du Geld oder was? Genau. Ja, ich kann damit ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Wir können dir das beleihen, allerdings dann auch nur mit 30 Euro. Aber du musst das, gib dir quasi die Sachen auf. Und du musst sie abholen, denn am. Das ist, was ich dir anbieten kann. Ja, nee, das ist okay. Ja. Ich könnte die beleihen mit 30 Euro bis, bis Monatsende quasi. Und dann kriegst du ja wieder Kohle. Und dann kannst du die abholen. Ja, ich will sie ja nicht kaufen. Ich will sie ja nur beleihen. Nee, ich verstehe, das ist alt wie gar. Ja, ja. Nee, okay. Weil ich weiß ja, dass die in der Leihbank bringt, die dir, geben die dir gar nicht für so weit, weil die ja nicht haben. Das ist ja deswegen. Okay, danke erstmal für dein Angebot, ja. Ist nicht das, was ich hier gebrauchen kann, deswegen, ja. Okay, nee. Gut, aber ansonsten, was kannst du sagen? Du, ich brauche nicht mehr. Okay, also deswegen, du bist kurz glücklich. Werkzeug kaufen, es ist alle da. Ich komme noch mal. Ja. Okay, alles klar, danke dir. Ja, ja bitte, bis dann. Ciao, ciao. Beleihen will er nicht. Er ist doch auch Zap-Zap-Fahrer, ey, aber mit dem Beleihen hätte ich halt seinen Ausweis. Wollte er nicht. Wer ein reines Gewissen hat, der hätte es gemacht, weil die Ware würdest du nie für den Preis verkaufen. Auch nicht für einen Hunderter. Und der kommt mir noch entgegen. Das wären dann Einigungspreis, wären Fuffi hat das abgegeben. Würde ich nie machen. Da von irgendeiner Baustelle gezogen. Moin. Vom Keller zum Keller. Kurz zum Licht, dann wieder runter. Das ist heute mein Tag. Wenn ihr Fragen habt, fragt Tommy. Der kennt sich aus mit Psychos. Das ist doof. Oh Mann, Felix ist fertig, er hat einen Bremszug installiert. Fantastisch. Es ist 16.59 Uhr, Felix ist fertig, yay, vor 17 Uhr. Aber er hat sich noch ums hintere Schutzblech gekümmert und außerdem hat er das ganze Rad durchgestreichelt. Das ist jetzt mit sehr viel Liebe aufgetankt, aufgewertet wieder. Und ich habe mich um den Raum hier so ein bisschen gekümmert zumindest. Ja, so ein bisschen, ja Leute, ein bisschen. Hier also, ja, ein bisschen geräumt. Nur so ein bisschen. Und so ein bisschen, wenn nichts zu tun ist, heute war tatsächlich nur ein Bremszug zu wechseln. Und das habe ich noch auf Felix gelassen. Da habe ich noch nicht mal jetzt irgendwie was dran verdient. Tja, unter den Praktikanten irgendwie noch sein Feld lassen, nicht wahr? Ich habe nicht verstanden. Ich muss den Praktikanten sein Feld lassen. Seinen Aufgabenbereich. Nein, wenn er morgen wieder kommt, nichts zu tun ist, muss er mit aufräumen. Tja. Nee, dann mal wird der Boden hier gemacht, so einfach sieht das aus, wa? Mhm. Das ist jetzt der erste Tag oder was? Diese Saison, ne? Diese letzten paar Wochen. Was meinst du? Da ist ja die Falten, na, das ist so keine auf. Ja, naja, also nee, wir hatten schon mal ein paar Mal nichts zu tun oder so, aber auch bei gutem Wetter, also das war wirklich erstaunlich bis jetzt. Jetzt ist, glaube ich, das erste Mal, wo so richtig
das Wetter, sondern schuld ist auch. Ja. Wenn man jemandem die Schuld geben mag, was man ja gerne mag. Mhm. Irgendjemand hat ja Schuld. Ja. Mhm. So sei es jetzt das Wetter. Tja. So. Jo, liebe Leute, ich wünsche mir und euch einen schönen Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen wieder mit Joachim. Und als erstes mit diesem wunderschönen Hollandrad, Hinterrad, Schlauchwechsel. Fantastisch. Bin mal gespannt, ob er Arbeitsverweigerung macht oder ob er das macht. Denn wie auch immer, es steht ja auch noch an, hier diese Narbe einzuspeichern. Das kann er sich dann aussuchen. Der Hollandrad, Hinterrad muss er üben. Definitiv, das kann er nicht so gut, muss man sagen. Das, da hat er schon abgekotzt letztes Mal. Und mit Trommelbremse und so. Können wir auch zusammen machen. So, ja, ich mach das ja hoch. Das ist Schwachsinn. Na, und das Einspeichern muss er definitiv üben für seine Prüfung. Und hier gleich mit Speichenberechnung und sowas. Also nicht einfach drauf losspeichen, sondern muss er erstmal Felge, die Narbe vermessen. Und Speichenberechnung machen. Gut, alles klar. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt Tommy aus dem jetzt aufgeräumten Loch hier. Sieht gut aus. Ich freue mich. Der neuen Arbeitsplatte hier. Fantastisch. Ciao. Ciao, ciao.